Wer aktuell in der Berliner Innenstadt eine Wohnung sucht, muss mit unzähligen Bewerbern konkurrieren. Die angespannte Lage auf dem Berliner Immobilienmarkt ist in aller Munde. Unter den Augen einer interessierten Öffentlichkeit beginnt sich eine Protestkultur zu entwickeln. Wir fordern bezahlbaren Wohnraum für alle. Wir sind Studis gegen hohe Mieten. Das ist ein Bündnis aus Studierenden, das hat sich im Sommer dieses Jahres gegründet. Einfach aus dem Anlass, dass wir festgestellt haben, jetzt zum Wintersemester werden Tausende und Abertausende Studierende nach Berlin kommen, um hier anfangen zu studieren. Und viele werden ein großes Problem dabei haben oder haben aktuell ein großes Problem dabei, eine Wohnung zu finden zu günstigen Preisen oder einen Platz im Studentenwohnheim. Und aus dem Anlass haben wir eigentlich gesagt, okay, das kann nicht sein, das ist eine politische Entscheidung, dass es da nicht genug günstigen Wohnraum gibt. Da wollen wir was organisieren, da wollen wir Proteste organisieren. Dass Studierende sich durch Proteste Gehör verschaffen, hat lange Tradition. Wie es denen ergeht, die sich auf dem Wohnungsmarkt nicht durchsetzen können. Darüber haben wir mit Julia Blager gesprochen. Sie betreut obdachlose Familien. Also ich bin Julia Blager, ich bin eigentlich Studentin, arbeite aber bei Amaroforo seit ungefähr 2 Jahren. Amaroforo ist eine Jugendselbstorganisation von Roma und Nicht-Roma. Wir haben vor allem, weil es eine Jugendselbstorganisation ist, Jugendarbeit, aber auch für andere Bereiche wie ein Kinderprogramm, eine Anlaufstelle, diverse andere Projekte. Unter anderem das Wohnprojekt, in dem ich hauptsächlich tätig bin. Ich betreue Familien, die obdachlos sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute resignieren, aber weil sie sich das auch nicht leisten können. Die Leute sind teilweise in so prekären Situationen, dass man, wenn man auch nur eine Stunde zu viel schläft, das darüber entscheiden kann, ob man heute was isst oder nicht. Und deswegen, also resignieren ist vielleicht ein Luxus, den die Leute einfach nicht haben. So wie ganz viele Sachen bei Leuten, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, Luxus sind, die für andere normal sind. Zum Beispiel die Kinder in die Schule schicken. Wobei das dann wieder so ein Teufelskreis ist. Ich kann mein Kind nicht in die Schule schicken, weil ich obdachlos bin oder warum auch immer, obwohl das eigentlich auch nicht legal ist, dass man sein Kind nicht in die Schule schicken kann. Dementsprechend kann ich nicht arbeiten gehen, weil ich natürlich die ganze Zeit das Kind an der Backe habe. Also aber wenn ich nicht arbeiten gehe, woher soll ich dann meinem Kind was zu essen kaufen oder mir? Oder wenn ich das Kind die ganze Zeit dabei habe, ist es natürlich auch schwieriger, Wohnung zu suchen oder sich irgendwo anders Hilfe zu holen oder wie auch immer. Mein Name ist Kerstin Kühn, ich bin Mitarbeiterin beim ADNB. Das ist das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bunds Berlin-Brandenburg. Und das ADNB betreibt unter anderem eine Beratungsstelle für Menschen, die diskriminiert worden sind oder sich diskriminiert fühlen. Und unsere Zielgruppe sind People of Color, schwarze Menschen und Menschen mit Migrationsgeschichte. Der Immobilienmarkt in Berlin ist im Moment eine der profitreichsten Investitionsbereiche überhaupt weltweit. In erster Linie ist das natürlich ein Geschäft. Ja. Es wird Profit mit der Modernisierung von Gebäuden und den höheren Mieten gemacht. Das heißt, es profitieren die Eigentümer der Immobilien im Kern. Ja. Das sind verschiedene Akteure, das sind große Investmentfonds, Immobilienfonds, die das ganz massiv auch im Moment in Berlin vorantreiben. Also was wir in den letzten 20 Jahren eigentlich sehen in Deutschland, ist ein massiver Anstieg von Mieten im Innenstadtbereich. In Berlin speziell ist es in den letzten 6 Jahren extrem explodiert, die Mieten, also in den letzten 6 Jahren um 35% im Innenstadtbereich. Und dieser massive Anstieg der Mieten führt natürlich dazu, dass Menschen mit geringem Einkommen es sich nicht leisten können, in der Innenstadt zu wohnen und dann notgedrungen an den Stadtrand ziehen müssen. Ja, und das ist im Prinzip das, was man unter Verdrängung oder Gentrifizierung versteht. Andere sagen dazu Aufwertung von Stadtvierteln, wir sagen dazu Verdrängung. Das ist natürlich auch eine andere Blickweise darauf. Aber wir denken, erstmal hat jeder Mensch das Recht, dort zu wohnen, wo er im Moment irgendwie wohnt und auch ein Anrecht auf Zentralität hat, egal welches Einkommen man hat. Und deswegen stellen wir uns gegen diese Verdrängungsmechanismen. Ja, ich glaube, das klassische Beispiel ist, dass es da diese Schrottimmobilien gibt, wo dann bevorzugt vielleicht auch Rumänen reingesteckt werden und die dann nach und nach rausgeklagt werden, um dann, wenn man lang genug wartet, kann man ja hier in Neukölln dann schön renovieren oder restaurieren und dann ja, erstmal die Studis reinschicken. Ich würde sagen, alle Menschen mit geringem Einkommen sind
die Verlierer dieser Entwicklung. Ja, das sind Sozialhilfeempfänger, das sind Arbeitslose, das sind aber auch Leute, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, einfache Arbeiterinnen und Arbeiter. Und das sind auch Studierende. Ja, also das sind auch Studierende. Auch Studierende gehören zum größten Teil nicht zu den Top-Verdienern. Ja, also durchschnittlich hat ein Studierender ein bisschen über 800 Euro im Monat zur Verfügung. Und das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wenn die Miete bei 400 Euro liegt, dann ist das schon echt ein ganz schöner Hammer. Ja, natürlich ist es so, dass in der Wahrnehmung da eine totale Konkurrenz existiert. Das heißt, wenn du da als alteingesessene Bewohner in Neukölln gewohnt hast und du musst ausziehen, weil die Mieten steigen und dann zieht da eine Studi-WG ein, dann hast du erstmal das Gefühl, wir stehen im Konkurrenzverhältnis zueinander. Aber genau das ist halt das Gefährliche, weil eigentlich ist es natürlich eine andere Auseinandersetzung, nämlich nicht die zwischen verschiedenen Nachbarn, sondern zwischen Mieter und Vermieter. Früher waren Studierende nicht so beliebt, ja, früher war es immer so, das sind doch die, die Partys machen und die Wohnung so halb auseinandernehmen und so weiter. Aber aus Vermietersicht aktuell sind Studierende tendenziell sogar relativ attraktiv. Das ist auch so ein bisschen die Doppelrolle, die Studierende spielen. Also auf der einen Seite von Verdrängung betroffen auch, aber gleichzeitig für die Vermieter aus zweierlei Hinsicht eigentlich ganz interessant. Nämlich erstens, weil sie in einer WG-Form ein bisschen höhere Mieten bezahlen können, als sagen wir jetzt normale Hartz-IV-Empfängerfamilie zum Beispiel. Mhm. Ja? Und weil sie relativ früh schnell ausziehen und da es bei Neuvermietung keine Mietdeckelungen gibt, kann das bedeuten, dass das dazu führen kann, dass gerade in tendenziell Stadtteilen, die höhere Mieten, wo sich höhere Mieten entwickeln, das dazu beitragen kann, dass die Spirale noch viel schneller nach oben geht. Und auch aus einem kulturellen Aspekt. Das heißt, da wo Studierende hingehen, da bilden sich sowas wie In-Kneipen, es wird irgendwie kulturell vielleicht interessanter, was auch für Besserverdienende dann im Endeffekt interessanter ist. Das heißt, die Studierenden als Gruppe sind zwar selber Betroffene, aber für Vermieter im Moment vielleicht auch interessanter als für andere Gruppen. Von daher nicht so stark von Diskriminierung betroffen, aber das vielleicht so als Einschätzung zu den Studierenden. Ich musste auch ein halbes Jahr lang eine Wohnung suchen und das war kein Spaß. Aber ich habe nach einem halben Jahr eine Wohnung gefunden und andere Leute suchen seit 2 Jahren eine Wohnung und haben noch immer keine. Das hat Gründe und das hat auch rassistische Motive auf jeden Fall. Also ich habe eine Familie, die in eine normale Wohnung gezogen ist. Bis jetzt. Eine einzige. Und ich habe ich habe im letzten Jahr um die 20 betreut. Heute hat sich ein Mann bei mir gemeldet, der alleinerziehend ist und sein 3-4-jähriger Sohn und die schlafen im Auto. Mhm. Weil er alleine könnte überall rein in Notübernachtung und so Nachtcafés und so, aber mit dem Kind halt nicht. Dieses obdachlose Familien, das ist so ein großes Problem, was nicht nur Leute, die von Antiziganismus betroffen sind, was angeht oder Migrantinnen oder was weiß ich, sondern das ist egal. Also jede weiße deutsche Familie hat genau dasselbe Problem. Wenn die mit einem Kind auf der Straße stehen, können sie nirgendwo rein. Nirgendwo. In keine Notübernachtung. Also und Notübernachtungen sind das, wo man abends hingeht und morgens raus. Da darf man mit dem Kind nicht rein. Leute, die schon sozial schwächer gestellt sind oder weniger privilegiert sind, kriegen es da noch mehr zu spüren. Das glaube ich schon, das merken die Leute schon auch. Sie trauen sich nicht zu Wohnungsbesichtigungen zu gehen alleine, weil sie sagen, ja, meine Haut ist dunkel, die sehen, dass ich aus Rumänien bin. Oder manche trauen sich nicht, ihren Pass vorzuzeigen oder ähnliches. Wenn die Leute selber anrufen, haben sie ganz oft die Erfahrung, dass sie noch nicht mal einen Termin bekommen, weil sie da meinetwegen mit Akzent Deutsch sprechen oder ähnliches. Das kriegen die schon mit. Also auf dem Wohnungsmarkt beobachten wir Diskriminierung einerseits im Bereich der Wohnungssuche und andererseits im Bereich der sozusagen Durchführung des Mietverhältnisses. Also wenn es um diskriminierende Mieterhöhungen zum Beispiel geht mit dem Ziel der Kündigung. Und auf der Wohnungssuche finden eigentlich Diskriminierung sozusagen in allen Stadien der Wohnungssuche statt. Also viele Menschen werden schon allein, wenn sie bei einer Hausverwaltung oder Vermietung anrufen und ihren Namen nennen und nach einem Besichtigungstermin fragen, dann erleben sie, dass ihnen gesagt wird, dass das Objekt schon vermietet ist.
Und das heißt, es ist keine offene Diskriminierung. Also es wird nicht gesagt, okay, aufgrund ihres Namens wollen wir sie nicht, sondern es wird einfach abgelehnt und dann hinterlässt es bei den Betroffenen oft ein komisches Gefühl. Ja, also es ist natürlich viel schwieriger für eine Person mit Migrationshintergrund eine Wohnung zu finden, als für jemanden ohne Migrationshintergrund. Ja. Und das wird natürlich durch den angespannten Wohnungsmarkt nochmal verstärkt werden. Diskriminierung gibt es natürlich bei der Wohnungssuche, ganz klar, das ist rassistisch gegen Menschen mit Behinderungen, gegen Menschen, die vielleicht irgendwie sozial schwächer gestellt sind. Ja, das ist dort natürlich, wenn der Vermieter sieht, okay, die und die Person ist mir irgendwie, hat vielleicht auch den Ruf, besser irgendwie mit der Wohnung umzugehen oder einfach ein einfacherer Mieter zu sein für den Vermieter, dass dann sozusagen da auch ganz klare Diskriminierungsmechanismen greifen. Wir erleben auch manchmal, also wir hatten einige Fälle schon, wo Menschen diskriminierende Mieterhöhungen erhalten haben. Und zwar, das sind zwei Fälle, die sind auch damals in den Medien gewesen und die lokale Politik hat sich da auch eingeklinkt. Da hatte die Vermietung, also die Vermieter eines ganzen Blocks hatten quasi die Mieten erhöht, nur, also beziehungsweise für die Parteien, die Mietparteien, die türkischen oder arabischen Hintergrund hatten und muslimisch auch waren, hatten sie die Mieten wirklich drastisch, richtig krass erhöht. Und für die anderen Parteien nicht, beziehungsweise viel, viel weniger in dem einen Fall. Und da ist eben sozusagen, also die Mieter haben dann eben rumgefragt innerhalb ihres Blocks, um zu fragen, wer hat welche Mieterhöhung bekommen. Und da hat sich eben dieses Bild dann gezeigt. Und das, ja, es ist wirklich eine krasse Sache. Also das war Sozialwohnungen und die Mieten wurden derart erhöht, dass die Parteien in die Kündigung getrieben wurden, beziehungsweise dann manche die Mieten nicht zahlen konnten und eben dann mit Räumungsklagen bedroht oder sogar verfolgt wurden. Und das sind Fälle, genau, die wurden unter anderem durch uns betreut. Und das ist immer noch auch juristisch in Auseinandersetzung, was da jetzt genau passiert und ob die Diskriminierung dann tatsächlich gerichtlich auch anerkannt wird. Was ganz wichtig ist, ist zum einen so ein Gedächtnisprotokoll anzufertigen, also dass die Person, die Diskriminierung erlebt, hat sozusagen die Fakten genau auch nachher noch erinnern kann. Dann, wenn es in Frage kommt, ein Testing durchzuführen, dann ist das eine gute Idee. Das Testing ist in dem Fall, zum Beispiel wenn es jetzt um diesen Telefonanruf geht, wäre das, dass man testet sozusagen, ob eine Person, die eben nicht beispielsweise einen türkischen Namen hat, wenn man jetzt vermutet, dass die Diskriminierung aufgrund des türkischen Namens war, dass dann eine Person anruft, beispielsweise Bekannte, Freund, wie auch immer, oder man ruft eben an unter einem anderen Namen, zum Beispiel unter einem deutschen Namen, deutsch klingenden Namen, und man guckt eben, ob die Reaktion dieselbe ist oder ob dann die Vermietungsgesellschaft oder die Hausverwaltung eben auf einmal diese Person einlädt zu einem Besichtigungstermin. Also einerseits für die Betroffenen, um eine Sicherheit zu haben oder also um dieses komische Gefühl sozusagen zu überprüfen und andererseits aber auch, um in einem eventuellen Gerichtsverfahren später Indizien und Beweise eben zu haben. Es gab ein Gerichtsurteil, also ein Urteil des OLG Kölns im Bereich Diskriminierung auf der Wohnungssuche. Da wurden Mietinteressentinnen wegen ihrer Hautfarbe rassistisch diskriminiert und auch sogar beleidigt. Und da wurde den Mietinteressenten eine Entschädigung zugesprochen. Also einerseits Schadensersatz für die Anfahrt und die Beratung bei der Antidiskriminierungsberatung und dann auch eine Entschädigung in Höhe von 2.500 Euro pro Person. Also ich habe noch nicht erlebt jetzt, dass also ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, dass die Leute so sozusagen sich über sich selber erschrocken haben. Aber wir haben durchaus schon die Erfahrung gemacht, dass wenn wir auf Vermietungsgesellschaften oder Vermieterinnen, Vermieter zugegangen sind, in manchen Fällen auch durchaus positiv was erreicht werden konnte. Zum Beispiel in einem Fall, das war allerdings auch ein Fall von offener Diskriminierung. Also da war offen zugegeben worden, da war offen begründet worden, die Ablehnung damit, dass die Bewerberin ein Kopftuch trug. Und da haben wir Gespräche gesucht mit den Vermietern und die haben tatsächlich dieser Bewerberin dann eine andere Wohnung gegeben.